Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Let's play together gemeinsam mit der Tibra. Hallo Anduin, ich suche dich gerade. Ah, da Hallo, vorne. grüß euch. So. Tipp, Jetzt ist eine Baufolge angesagt. Ich nehme da den unteren. Farbenfolge. Ah ja, Farmfolge. Ich nehme den untersten Frame weg von der Stufe in unser das Domizil und gehe mal ein bisschen Steine klopfen, ne? Meine Cobblestone Rocks wären mager. Da machen wir ein paar Cobblestone Frames im Hintergrund. Und ich gehe schon mal. Was hämmerst du weg? Die Metalle nehme ich raus und so. Ah ja, sehr cool. Gut. Also die halt in der Platten drin stricken und das Ich drunter. werde auf den nächsten Bäume bzw. auf den Passt. nächsten Steinhügel losgehen. Brauchen wir Ja, mehr ist okay. Stein oder mehr Metall? Na, Stein. Wir brauchen jetzt Stein wegen einem Concrete Mix. Mhm. Wir haben momentan viel Sand. Okay. Wir brauchen vor allem Stein, ne, für den Zement und Passt. ja, und ich werde da schaufeln, damit die Baugrube einmal die richtige Größe kriegt. Ich wollte zwar eigentlich auch Na, hüpf rauf, hüpf, hüpf. Stein machen, aber ich glaube, jetzt ist einmal wichtig, dass die Baugrube einmal passt. Oh, sollte ich irgendwo ein Tierchen erspähen? Sag ich's dir, gell? Bin Jupp. nicht. Oder ich kann es ja auch schießen, wenn ich. Oh, der Zombie. Die mir nicht. Sollte dieser Zombie mir zu nahe kommen, laufe ich in deine Richtung. Das ist super. Jo, perfekt. Irgendwann machen, die bleibt stehen, du blöde Tussi. Scrap Metal oder wie immer das jetzt momentan heißt. Bin mir gar nicht sicher, ob sie es noch immer, ups, jetzt bin ich da runtergefallen, Scrap Metal nennen, aber das sollten wir auch mitnehmen, weil das werden wir dann brauchen. Für die Woodlock Spikes zum Aufwerten. Und wer liegt? Hallo. Eine Futterdose, cool. Latscht immer so grauslich. Rauf, 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 immer die Treppe rauf. Ach so, eine Treppe habe ich keine. Na gut. Dann hämmert man mal lustig drauf los. Ja, für die Woodlock Spikes braucht man viel Holz und viel Scrap Metal. Oh. Siehst, im Hintergrund könnte ich ja gleich Concrete Mix machen, weil Clay habe ich ja genügend. Cobblestone Rock meine ich doch.
Und die Bäume, die pflanze ich aber ein Stückchen weg, oder? Damit wir eine schöne Aussicht haben. Ja, nicht allzu nah an der Baugrube, aber Okay. kann zum Beispiel dann nördlich von uns ist so ein Hügel rauf, den kann man komplett zumachen. Ah, ja, das ist eine Weil Idee. da sieht man sowieso nicht weit. Egal ob Bäume stehen oder nicht. Okay. Das Autowrack dort werde ich auch zerlegen, weil das ist mir ein Dorn im Auge. Ja, das, da ist das Repair-Tool eingegangen, sonst hätte das eh schon komplett weggearbeitet. Brauchen wir dafür ein Buch zum Lernen oder können wir das schon? Nein, das musst du lernen. Entschuldigung. Ach. Oder es ist vielleicht irgendwo in einer der Fähigkeiten nur versteckt. Aber würde jetzt augenscheinlich nicht wissen, in welcher. Okay. Da ich mal nicht zu sagen. Aber man kann ja noch schon. Gehen wir es einmal ein. Wie heißt denn das Ding? Genau, das ist die großartige Frage. Ich glaube, es liegt sogar da oben an uns in der Kiste. Ah, da, Ranch. Ja, packst da ein Buch. Ist das Symbol Okay. rechts davon. Gut, das heißt da nicht viel, ne? Weil. Na doch, weil beim Concrete Mix ist, glaube ich, kein Buch, ne? Und das haben wir mit Dann der wüsste ich jetzt Fähigkeit. nicht, ja. Da habe ich meine Schaufel rausgeschmissen, vor lauter. Concrete. Ja, Wenn genau. du Na, da. nicht arbeiten willst, musst du es nur sagen. Da war dieses Symbol, was man eben hat bei den Fähigkeiten. Wo du die Okay. Skills vergibst da. Dieses. Mit dem College-Hütchen das Gesicht. Also ist, man braucht ein Buch für die Range. Sag immer Repair-Tool. Ja, ich auch. Da sind wir auch noch abgefahren. Der Stein an der Baustelle ist ja auch im Weg, gell? Ja, da haben wir ja gesagt, wir bauen im Treppenhaus Kisten auf, dass wir das übersiedeln können. Okay. So, eine Reihe fehlt noch vom Stahlbeton und dann können wir die Kisten da drinnen schon aufstellen, die zwei. Sehr gut. So, dieses eine Steinchen.
will ich heute an diesem Tage weg. Ich werde eine Straße, na, einen Weg frei machen vom Gras Richtung Wasser. Das ist super, meine eigene Wasserstraße. Und eine Allee pflanzen. Das ist cool. Das gefällt mir. Ja, das schaut sicher schön aus. Letzte Schicht. Mal. Na bitte, 961 Steine, also ein bisschen Zement kannst du dir wieder machen. Ah, super. Ja, ich werde dann in der Nacht neben dem Concrete Mix eben die zwei Kisten, also wir haben vor, dass wir hier drüben mit diesen Storage Boxen arbeiten und nicht mehr mit der Secure Chest. Ja, da geht mir rein. Da werde ich zwei erstellen und dann werden wir am nächsten Tag schon mal alles, was da oben in den Kisten liegt, drüber transportieren. Und dann können wir den Stein da oben auch wegnehmen. Sehr fein, ja. Bei mir werden die nächsten ein, zwei Tage, glaube ich, damit vergehen, dass ich da jetzt da die Baugrube einmal fertig mache. Ja. Die Platte, Steine klopfen, Weg bereiten, Holz quellen. Und das Übliche halt. Zombies schlachten. Jagen, wir sollten jagen, genau. Steinchen ist gleich weg. Oder eines von vielen.
Gut, es ist 18 Uhr. Sollten wir dann zurücklaufen? Ja, ich mache gerade die Länge fertig da. Und dann mache ich mich schon auf den Weg. Alles klar. So, ein paar Sachen werde ich noch einräumen in die Kiste, weil das nehme ich nicht alles mit. Das brauchen wir nämlich drüben nicht mehr alles. Schleppen wir sonst wieder herüber. Schau mal. Genau, Lehm. Oder? Das bleibt da. Dafür, na, das da haben wir gesagt, das lassen wir auch schon herüben. Die da können wir scrappen. 411 Woodlock Spikes sind da. 411, okay, dann werden wir noch ein paar brauchen. Das lassen wir schon alles da, das braucht man nicht mehr. Mitnehmen. So. Concrete-Mix kommt daher, Erde kommt daher. Die Rebar-Frames lasse ich vorläufig im Inventar. Vielleicht sehen wir ja am Heimweg irgendwo ein Tierchen. Ah, eine kleine Horde kommt auf unsere Baustelle zu. Okay, soll ich zurückkommen oder Na, na, geht schon. aus welcher Richtung eigentlich? Osten. Okay, was war das jetzt? Das ist immer spannend. Ach. Nein. Was? Es ist so ein Sch. So, und wieder einmal hängt das Ding. Weil die dämliche Leisten da verpackt ist. Lauf jetzt trotzdem zurück. Ja, lauf mal. Wenn du in der Hocke bist und schießt und ich vergesse, da darfst du nicht aufstehen. Du musst den Bogen wegnehmen aus der Hand. So, wo sind die restlichen? Tanzen jetzt da unten herum. In der Grube. Ja. Und irgendein dämlicher Kriecher verkriecht sich unter die Platte. Lauft da wieder im Kreis? Mein Gott. Hallo, Mädel, kommst du bitte? Ich hab keine Zeit. Gut, her mit der Keule. Gut, dann schaue ich noch, dass ich ein großes Bäumchen erwische. Boah, das ist die. Ah, die ist wieder aufgestanden. So, aber irgendwo war da glaube ich noch einer, ne? Ja, da drüben stehen sie. Wie viele? Zwei. Jetzt ein bisschen eng für dich. Ich weiß. Es hilft mir aber nichts.
bitte dann nicht in der Baugrube lassen. Im schlimmsten Fall bleibe ich hier rüben. Okay. Ist die jetzt... mit meinem Blöckchen. So, wie spät haben wir es? Naja, okay, das geht sich aus. Acht. Das geht sich aus. So, ich komme. Oh, ich warte. Brücke steht. Ja, die hätte ich mir schon aufstellen können, aber ich bin eh schon in der Nähe. Okay. Ist nicht mehr weit. Hier sind auch jede Menge Steine, die man bearbeiten könnte. Ja, wir kriegen ja Stein dann aus der Mine heraus. Ah ja, ich sehe, wie du näher kommst. Scheune, warst du schon unten bei der Scheune looten? Ja. Okay. Die ist komplett und das Haus ist auch komplett. Ah, okay. Ach, da läuft er. Lauf, Anwin, lauf! Genau. Lauf, Forest, lauf. Run, Forest, run. So. Und zu. Na bitte, ist ja alles ausgegangen. Sehr schön. So, was haben wir alles mit? Für da eigentlich nichts, das ist ein Blödsinn. Aber für die Kochstelle haben wir was. Und zwar. Dann gebe ich mal da mein Zeug rein. 103. Hier habe ich eine Dose. Eigentlich könnten wir die Iron Fragments schon einpacken, gell? Kannst du schon mitnehmen, ja. Ich lege den in die unterste Kiste 1000 Steine hinein. Super. Moment. Da kannst du sie schon haben. So, ich suche jetzt vor allem ein Brennmaterial mal. Dann mache ich mir noch ein paar Cobblestone Rocks und. Was habe ich mir noch gedacht? Die Woodlock Spikes, genau. Mache ich mal gleich vor. Schüttern mein Zement rein. Sick. Und da unten brauchen wir das da rein. Ach ja, ich habe ja noch ein Ei im Pack. So, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 10, 13. Brauchen wir 13 Golden Rods. Olle. Wir haben mittlerweile wieder 12 Eier. Ja, aber kein Fleisch. Stimmt. Aber schon lange kein Hirsch oder irgendwas.
Yucca Fruits hast du nur im Inventar oder gar nichts mehr? Kurzen Moment. Nein, habe ich gar nichts mehr. Okay, wir drinnen sind nur 2,50er. Okay. Gut, dann nehmen wir mal Iron Fragments mit. Golden Rod, da kommt die Baumwolle hin. Dann die behalte ich mir auch gleich. Die Industrie, ich brauche ein Brennmaterial unten. Bitte, kannst du schon rein. Ich doch mal gleich aufs Dach nachsehen. So, dann brauchen wir da die 1000. Tester brauchen wir. Wachstumstechnisch tut sich da überhaupt nichts auf dem Dach. Na gut, wir wollen jetzt da nicht herüben. Ne? Wo ist das? Wo sind die Konserven, die da sind? Gut, wir haben die Nacht zu Tag 5 begonnen. Ab jetzt laufen sie. Ja. Die Folge ist um. Yep. Ja, wenn es gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, Abo, liken, weiterempfehlen. Und natürlich würde es uns am meisten freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei der nächsten 7 Days to Die Folge. Ciao. Ciao.